Ich habe die Erziehung unserer Kinder übernommen. Wie jetzt, ne? Ist die etwa alleinerziehend? Ich habe eine E-Mail bekommen, eine Anfrage für eine Fernsehsendung. Und zwar läuft die auf Vox. Autofahren macht manchmal aggressiv, aber ich habe ihm dann nicht zugerufen. Nicht? Nein. Das ist der, den ich da vorhin angehobt habe. Scheiße. Hello, hello. Da bin ich wieder, ich muss lachen, weil der Max schon wieder Grimassen macht. So ist es bei uns. Also gut, wir sind jetzt unterwegs gleich. Ich nehme den Gianluca mit. Ihr hattet euch gewünscht, dass ich den Luki mehr in die Videos mit einbinde. Kann ich natürlich gerne machen. Der Luki braucht Hosen. Der ist nämlich sowas von in die Höhe geschossen. Sagt man das bei euch auch? Nee, ne? Also er ist halt gewachsen und größer als ich jetzt. Aber das haben wir ja schon gehabt, das Thema. Ne? Ist ja nicht so schwer, größer als ich zu sein. Also gut, und jetzt braucht er dringend Hosen und ich nehme euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich weiß nicht, ob der Alessandro auch mit möchte. Werden wir gleich klären. Und da kommt die Bella hochgetippelt. Ich höre sie schon. Ja, ja, dann willst du auch mit ins Video, ne Bella? Also gut, wir gehen ins Auto und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's. Der Max hat jetzt eigentlich gleich einen Termin, ne? Beim Zahnarzt. Und deshalb verbinde ich das, weil wir eine weite Strecke fahren müssen. Aber er telefoniert noch mit seinem Papa, ne? Weil er die Kreditkartennummer braucht. Jetzt kommt er wieder hoch. Ah, das hast du von mir, Max, ne? Treppe hoch, Treppe runter. Also, Lassie, gehst du nicht mit? Nee. Nee. Ach, die versicherten Kärtchen. Hat er noch vergessen, die soll er nämlich noch mitnehmen. Weil der Lassie und der Moritz auch beim Kieferorthopäden waren und ich hatte die Kreditkarte, diese Krankenkassekarten nicht dabei. War das jetzt gerade Deutsch? Nein. Ich muss mich beeilen. Also, los geht's. So, da ist er, der Luki. Okay, heute macht der Luki mal den Türsnap, oder? Ja. Okay. Türsnap. Türsnap. Erst wenn die Tür zu ist, Luki. Das verstehen ja viele nicht, ne? Das ist so ein Insider von Snapchat und Instagram. Kommt jetzt der Max? Türsnap! Also, auf geht's. Oh, Max, das ist mein Lieblingslied. Aus den 90ern. Kennst du das? Ja, ich kenn's. Max spielt Nintendo. Gott, ey, da weiß ich schon, als ich diese Lieder gehört habe. Die Zeit vergeht für alle. Klappt's, Max? It's a raining man. Deswegen heiratet mich Lionel Richie nicht. Weil ich nicht singen kann. Soll ich sagen. Okay, wir sind angekommen. Haben den Max jetzt beim Kieferorthopäden rausgelassen. Und jetzt schauen wir mal, ob es da was gibt für den Luki. Ich weiß nämlich nicht, bis zu welcher Größe die Klamotten für Kinder haben. Und bei uns im Dorf ist es super schwer. Also wir haben nur Ernstings Family. Und das ist irgendwie nichts für Kinder in dem Alter vom Gianluca. Und Mr. und Lady haben wir noch. Aber das ist nur für, ja, größere, also so Männer, ne? Voll die schönen Sachen hier, vor allen Dingen Mädchensachen. Da hinten, schaut mal, die Kommunionkleider. Voll süß. Ja, und hier sind die Babysachen, aber davon brauchen wir ja nichts. Ne? Hast du was gefunden, Chat? Ja. Okay, nicht ihr Ebi. So. Alles klar. So, wieder was erledigt. Jawohl. So, der Max hat bezahlt. Hat er alles für seinen Bruder bezahlt, ne? Nicht. Ihr seid so nah. Was ist denn da los? Ups. So, jetzt. Jetzt geht's. Aber ich bin so froh, wir haben jetzt drei Hosen gefunden für den Luki. Sollen wir sie mal kurz zeigen? Ja. Okay, wir zeigen sie ganz kurz. Der Luki gibt sie mir. Grau steht dem Luki total gut. Da hatte ich mir erst eine von Jack & Jones gekauft, aber die sind schon zu klein. Also die ist jetzt von Review. Die ist voll schön. Von Review. So, über den Max drüber halten. Da habe ich die Farbe noch genommen. Die ist auch richtig schön. Auch voll stretchy. Und die ist voll angenehm. Auch von Review. Und was haben wir noch? Noch eine. Wo ist denn die andere? Hier. Da ist sie. Das ist halt so ein Jeansblau. Ne? So ein typisches Jeansblau. Die ist auch von Review. Genau. Ja, richtig cool, oder? Ja. So, du darfst halten. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Der Alessandro wartet nämlich auf uns. Yeah, los geht. Und die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint.
Also, wir sehen uns zu Hause. Tatbestand. Der Max vloggt. Was Tatbestand? Ich habe gehupt. Ja, richtig. Und warum hast du? Innerorts. Und das darf man nicht. Ja, weil der mir auf die Nerven gegangen ist. Ja, und wie schnell durfte man da fahren? Ich dachte 50. Und wie schnell durfte man wirklich fahren? 30. Schön. Wie schnell ist der gefahren? 30. Schön. Ist mir auf die Nerven gegangen. Schön. Und dann habe ich gehupt. Aber ich bin ihm ganz lange hinterher gefahren, Max. Ja, und jetzt hat er uns abgezogen. Ja, der hat ja auch einen BMW. Was bin ich denn da hier mit meinem kleinen... Wie viel PS habe ich? 110 oder was? Ja. Das schaffe ich nicht dem hinterher. Aber ich habe gehupt und er hat gebremst. Der wird sich gedacht haben, Alter, ey, ich gebe dir gleich. Hup mich hier an oder was? Ja, sorry. Ich habe ja nicht immer einen sechsten Gang hier in dem Auto. Das ist nur ein ganz kleines Auto. Das ist nur ein Audi A1. Aber ich liebe ihn. Jetzt die Kamera voll grob. Ich weiß. Ach, scheiße, jetzt sind wir wieder innerorts. Ist das der, den ich da vorhin angehupt habe? Mhm. Scheiße. Mach's nochmal, vielleicht hält er dann an. Ich halte mal lieber Abstand. Ja, vor allen Dingen, ne, erst zieht er mich voll ab. Ne? Und dann, jetzt sind wir wieder gleich. Ah. Hat er auch nichts von seinem BMW. Wie viel PS hat denn der? 300 oder was? Brüche. Wir sind noch kurz bei DM. Aber der Max hat noch was bei Kupsch gekauft. In aller Frische Kupsch. Kennt ihr das? Nee, ne? Und der Lucky, was hast du geholt noch? Naschen, war ja klar. Also gut, ich habe noch mal einen Ofenreiniger gebraucht. Ganz dringend. Und der Max scheinbar noch Zahnpasta. Und dann gehen wir zur Kasse. Yes! Der Max wünscht sich scheinbar eine elektrische Zahnbürste. Hast ja bald Geburtstag, Max. Ach so. Ja, oder du kaufst sie dir mit deinem Geld. Ich habe übrigens gerade eine Palette geswatcht von Love, L-O-V. Oh mein Gott, die ist so cool. Ich habe da vorne übrigens auch noch was richtig Cooles gesehen, kann ich euch mal zeigen. Moment. Max, komm jetzt mit, es gibt keine elektrische Zahnbürste. Den Nagellack hier hatte ich jetzt gemeint. Den habe ich entdeckt. Schaut mal, was für eine schöne Farbe. Voll schön. Und da drüben ist die Lidschattenpalette von L-O-V. Wo ich reingeditscht habe. Da und da. Richtig cool. Ich habe gerade überlegt, was das sein soll, ne? Das Teil hier. Der Lucky ist ein Pizzaschneider. Okay, natürlich nicht. Aber guck mal, da kann man sowas dann zaubern. Wer macht denn sowas? Also ich nicht. Warte, ich brauche einen Kassenzettel. Mein Handy! Mein Handy ist noch im Wagen. Könnt ihr was so drin lassen, oder? Nee. Der Nächste, der das findet. Der freut sich, der Nächste, der das findet. Genau. Warum sitzt du eigentlich hinten? Das möchte ich mal wissen. Bock hat. Ey, das ist so krass. Nee, die Kinderbueno hast du für mich mitgenommen. Ja, und drei. Lucky, warte schon. Drei von vier kann ich essen. Ich brauche ein größeres Auto. Ja, jetzt habe ich mir extra so ein kleines Auto gekauft. Wie gibst du das so? Schnall dich mal an. Ciao, Max. Ja, anschnallen. Das ist das Erste, was man macht, bevor man ins Auto steigt. Kinderbueno her. Nom, 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 nom. Nachdem man ins Auto steigt. Nicht bevor. Ich glaube, wir sind da draußen. Ey, du hast voll recht. Das Erste, was man macht, nachdem man ins Auto steigt. Nachdem man ins Auto gestiegen ist. Ja, wir müssen es schon richtig machen. Ne? Das Erste, was man macht, nachdem man ins Auto gestiegen ist. Scheiße. Oh, danke. Lecker. Yummy, yummy. Los geht's. Wir sind wieder da. Bin voll außer Atem, ne? Treppe hoch, Treppe runter. Da habe ich die Hosen schon hingelegt und die kommen jetzt aber runter in die Waschküche, weil ich die natürlich durchwaschen werde. Ich war ja übrigens in Frankfurt auf der Zeil und da habe ich mir ein paar Sachen mitgenommen, unter anderem dieses Kopfband hier. Heißt das Kopfband? Ich glaube schon. Ich finde ja, dass mir sowas gar nicht steht, aber die Ricarda hat mir Mut zugesprochen und hat gesagt, Heidi, kauf dir das, das steht dir bestimmt gut, probier das mal. Sie trägt nämlich immer ja, solche Teile und ihr steht es so gut. Sie hat es auch voll drauf. Sie macht sich hier dann immer so ein Messi-Dutt und ja, das mag ich voll gerne an ihr. Ist eh so eine hübsche Frau. Die hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch den Kanal unten in der Infobox. Und ansonsten, genau, habe ich mir das noch in Schwarz mitgenommen. 3,99 Euro kosten die, ne? Also da kann man jetzt nicht so viel falsch machen, selbst wenn mir das jetzt so gar nicht steht. Nehme ich es halt dann zum Schminken. Ja. Und da ist jetzt noch der Max. Der hat sich seinen Hoodie anprobiert, der gerade mit der Post kam. So sieht der aus.
Genau. Und dieses Teil, also das ist der Hoodie und das ist die Weste. Sorry. So rum. Aber es gefällt mir gar nicht. Das sieht so... Ja, das ist nicht so schön. Von der, aber von der Abbildung her sah es anders aus. Richtig. Ja. Geht wieder zurück. Also gut, dann habe ich mir bei Brigitte diese Ohrringe noch mitgenommen, als ich in Frankfurt war. Ich habe solche schon, aber die haben eine schwarze, ja, Quaste heißt das, glaube ich, gell? Und das sieht man dann nicht so gut wegen den schwarzen Haaren. Die sind natürlich jetzt nicht für jeden Tag, ganz klar, ne? Für einen besonderen Anlass. 17,95 Euro haben die gekostet. Dann habe ich noch eine schöne Kette mitgenommen. Die hat mir so gut gefallen und die hat gekostet 5,95 Euro. Dann habe ich noch diese schönen Ohrringe hier mitgenommen. Die haben mir auch voll gut gefallen. Die schauen so aus. Die haben gekostet 6,95 Euro. Und dann noch diese Ohrringe hier. So sehen die jetzt aus. Die haben mir auch super gut gefallen für 3,95 Euro. Und dann war ich noch bei Butlers. Und habe das Teil hier mitgenommen. Love steht hier, 4,99 Euro. So ein Luftballon. Genau, und diese Karte, die hatte ich eigentlich für meine Freundin gekauft. So sieht die aus und ich finde, die passt auf uns beide. Perfekt. Richtig cool. Ja, das bin ich. Also gut, so viel zum Einkauf. Das verräume ich jetzt mal alles und unseren DM-Einkauf auch noch. Ach, ich wollte euch noch was erzählen. Übrigens, genau, ich habe eine E-Mail bekommen, eine Anfrage für eine Fernsehsendung. Und zwar läuft die auf Vox. Die nennt sich Mein Kind, Dein Kind, kann das sein? Wartet mal eben, ich hole mal mein Handy und dann sage ich es euch, bevor ich euch jetzt irgendeinen Quatsch erzähle. Moment. Also ich kann euch da jetzt noch mal ein bisschen besser darüber informieren, was da eben für eine E-Mail ankam. Übrigens, falls ihr es brutzeln hört, der Max, der macht sich gerade sein Mittagessen warm. Also gut, genau, die Sendung, die heißt Mein Kind, Dein Kind. Ich kannte das nicht, meine Freundin kannte das schon und schaut die Sendung wohl auch. Die läuft jeden Tag auf Vox. Und die Dame hier hat mir auch einen Link mitgeschickt. Ich habe da kurz reingeschaut und hatte dann aber keine Zeit mehr, damit ich halt nur ungefähr weiß, um was es geht. Und zwar geht es halt schon auch ums Thema Erziehung. Und ich habe mich für die Anfrage bedankt und ja, habe dann geschrieben, ich kann es euch ja mal vorlesen, Erziehung ist wohl ein sehr umstrittenes Thema und jeder sollte es auf seine Art machen und sich damit wohlfühlen. Doch das Wichtigste ist, dass es den Kindern dabei gut geht. Da wir vorsichtig ausgedrückt nicht der Norm entsprechen, in Anführungsstriche, das meine ich aber damit, dass wir halt ja 4 Kinder haben und beide berufstätig sind und so weiter. Also was ist schon die Norm? Also es gibt keine Norm, aber ich wollte es halt vorsichtig eben formulieren. Genau, da wir nicht der Norm entsprechen, bin ich bei solchen Anfragen doch eher skeptisch, da ich meine Familie auf keinen Fall vorführen möchte. Weil ich finde halt, solche Sendungen, die sind dann doch meist dafür da, dass ja über die Familie gelästert wird. Also so habe ich halt den Eindruck. Ich denke da immer gleich an Frauentausch, ich weiß auch nicht warum. Ich lehne mich da jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster. Wie gesagt, ich habe mich damit noch nicht so richtig befasst, mir noch nicht die Sendung richtig angeschaut. Aber ich finde halt gerade das Thema Erziehung, italienisch, magst du durch, Schatz? Ja. Ja, komm, geh. Da ist der Luki. Genau, ich finde gerade das Thema Erziehung ist halt, ja, so eine riesen Welt. Und jeder sollte das wirklich so machen, wie er das für richtig empfindet und sieht. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Erziehung. Und wie ich es eben geschrieben habe, richtig und wichtig ist nur, dass es den Kindern dabei gut geht. Und ja, auf das Modell der Familie eben passt. So wie ich es jetzt hier mache, passt es auf uns. Ich habe die Erziehung unserer Kinder übernommen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir entsprechen nicht der Norm. Denn mein Mann ist ja den ganzen Tag auf der Arbeit. Ja, und natürlich sagt er auch mal was zu den Kindern. Und natürlich hat er ein Mitspracherecht. Mein Gott, wie sich das anhört, ne? Wenn man mich nicht kennt, dann denkt man sich, wie jetzt, ne? Ist die etwa alleinerziehend? Nein, deswegen finde ich sowas halt total schwierig. Und ich würde niemals, nie meine Familie vorführen. Das möchten die anderen mit Sicherheit auch nicht, aber mir hat das dann schon gereicht. Da sind ja dann noch so andere Familien, die das Ganze dann kommentieren und bewerten auf ihre Art und da kommt man dann doch meist nicht so gut weg. Ne? Und das finde ich halt einfach scheiße, weil ganz ehrlich, jeder kann es doch so machen, wie er möchte.
wurde dann eine total kritisiert, weil sie ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringt, sie lieber zu Hause lässt und sich halt wirklich 24/7 um diese Kinder kümmert. Ja, es ist doch ihr Leben, oder? Also ich finde sowas immer ein bisschen komisch. Naja, also gut, ich werde mich weiter damit beschäftigen, mal schauen, aber ich denke, das ist nichts für uns. Ich muss übrigens da hinten unglaublicherweise noch dieses Teil auspacken, ne? Ey, es steht die ganze Zeit da, seitdem wir die Möbel aufgebaut haben, den verspiegelten Schrank da, also diese Kommode. Und wir sind hier tatsächlich immer noch nicht fertig. Ja, so viel zum Thema, wir entsprechen nicht der Norm, ne? Also wir haben halt wenig Zeit und dann wird es immer so Zwischentür und Angel gemacht und ja, irgendwann klappt es dann. Aber okay, meine Lieben, also ich glaube, ich beende an dieser Stelle mal das Video. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang es geworden ist. Wir haben viel Autoszene gehabt, oder Max? Der Max ist gerade. Also gut, vielleicht kriege ich den Luki jetzt nochmal vor die Kamera, wenn er möchte. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt schon mal hier an dieser Stelle. Ich bringe das Zeug jetzt in die Waschküche, das können wir eigentlich direkt zusammen machen. Gehen wir mal zusammen runter. Und dann schauen wir mal, wo der Luki ist. Ich glaube, der macht jetzt Hausaufgaben. Lukito ist in seinem Zimmer. Da ist er, der Luki. Genau, der macht jetzt noch Hausaufgaben. Mhm. Na, Luki? Ja. Und ihr wolltet ja unbedingt mal, dass der Luki wieder mit im Video ist. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den Mäusen, weil jeder andere Uhrzeiten hat. Genau, der eine ist zum Tennis, der andere zum Fußball. Mhm. Na? Der Luki fährt ja viel Fahrrad, da hat er einen neuen Helm auch bekommen. Hat er sich mit seinem Geld gekauft von Zeitung. Ja, von Austragen. Ne? Da trägt er Zeitung aus, der Luki, bei Wind und Wetter richtig blöd. Ja. Magst du den Helm mal zeigen? Ja. Sollen wir mal zeigen? So, jetzt sind wir in Lukis Zimmer. Mhm. Da hinten sieht man auch den Skater, ne? Luki ist ja so ein Skater und Fahrrad fährt er total gerne. Genau, und das ist sein neuer Helm. Hier mit dieser Halterung für die GoPro. Der Luki voll ordentlich hier, ne? Ja. Da ist er. Genau, schaut. Und dann cruist er durch die Gegend. Und Handschuhe hat er sich noch dazu gewünscht, ne? Also gut, meine Lieben, dann verabschieden wir uns jetzt hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Schreibt mir gerne mal, was ihr von dieser Anfrage haltet, von Vox, zu dieser Fernsehsendung. Also wie gesagt, ich bin da immer total kritisch, gerade wenn es um Kinder geht und Erziehung und so weiter. Ich werde das mal mit meinem Mann besprechen und mit den Kindern natürlich. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Und jetzt verabschieden wir uns bei euch und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!